Ja, hallo und grüß euch. Ich melde mich heute aus der Moserstadt Salzburg mit einem kleinen Fotowalk oder einem Themenspaziergang. Und die Punkte, die ich mir für diesen Spaziergang vorgenommen habe, stehen in engem Zusammenhang mit der Geschichte einer der wohl erfolgreichsten Bürgerinitiativen in der Stadt Salzburg, nämlich mit der Geschichte der Salzburger Festspiele. Die Festspiele feiern ja heuer ihr 100-jähriges Jubiläum und als Geburtsstunde der Festspiele gilt die Aufführung von Hugo von Hofmanntals Jedermann hier am Domplatz am 22. August 1920, inszeniert natürlich vom Max Reinhardt. Was mich bei der Recherche nach der Geschichte der Salzburger Festspiele dann doch ein bisschen überrascht hat, war, dass die Idee dieser Salzburger Festspiele zum Zeitpunkt ihrer eigentlichen Eröffnung, also 1920, bereits knapp 80 Jahre alt war. Und zwar wurde schon anlässlich der Eröffnung des Mozart-Denkmals 1842 die Idee eines Festes für Mozart öffentlich kundgetan. Es dauerte dann nochmals fast 30 Jahre, bis das erste Fest für Mozart tatsächlich stattfand, initiiert von Lilli Lehmann. Und es folgten dann bis 1910 7 weitere Feste für Mozart. Diese waren aber ausschließlich privat finanziert und wirtschaftlich alles andere als ein Erfolg. Ja, und auch wenn diese Feste für Mozart kein wirtschaftlicher Erfolg waren und somit auch nicht weiter aufrechterhalten werden konnten, so gelten diese Feste für Mozart doch irgendwie als Proof of Concept für diese Idee. Und so gilt Lilli Lehmann mit ihren Festen für Mozart bis heute als Vorreiterin für die Salzburger Festspiele. Mir geht es aber heute gar nicht um die Geschichte der Salzburger Festspiele an und für sich. Das würde wahrscheinlich den Rahmen dieses Videos sprengen. Ich schaue mir heute nur einen kleinen Teilaspekt der Geschichte an, der auch von den Salzburger Festspielen selbst aufgegriffen worden ist, anlässlich des Jubiläums. Und zwar geht es darum, dass jede Gruppierung, die sich in der Geschichte vor den Entstehungen der Salzburger Festspiele für diese eingesetzt hat, natürlich als erstes Ziel hatte, ein Festspielhaus zu bauen. Und da gab es im Laufe der Zeit einige Planungen. Die meisten sind nicht über den Status einer Idee hinweggekommen, aber ein paar wurden dann doch auch direkt auch von Architekten geplant und 4 davon sind tatsächlich fast schon gebaut geworden. Und um diese 4 fast gebauten Festspielhäuser geht es heute in meinem Video. Die Salzburger Festspiele haben nämlich diese 4 fast gebauten Festspielhäuser auserwählt und Künstler engagiert, die den Auftrag erhalten haben, diese Festspielhäuser quasi öffentlich irgendwo darzustellen oder sichtbar zu machen. Und diese 4 Künstler haben 4 unterschiedliche Kunstobjekte geschaffen im Zusammenhang mit diesen Häusern und dort aufgestellt, wo die Festspielhäuser gebaut hätten werden sollen. Und ich mache mich jetzt auf den Weg, schaue mir diese 4 Kunstobjekte an, versuche diese natürlich auch zu fotografieren und versuche ein bisschen nachzufühlen, wie dieser Ort denn wohl geworden wäre, wenn an dem Ort jetzt ein Festspielhaus stehen würde. Die beiden umtriebigen Salzburger Karl Demel und Eduard Bertel, die sich zum Beispiel auch für die Elektrifizierung der Stadt Salzburg stark machten, gründeten 1890 ein sogenanntes Aktionskomitee mit dem Ziel, ein Festspielhaus zu errichten und gaben auch entsprechende Planungen bei Wiener Architekten in Auftrag. Das Festspielhaus hätte hier stehen sollen, aber trotz international großer Resonanz wurde aus dem Projekt nichts, obwohl sie auch den Grundstücksbesitzer hier mit im Boot hatten. Die Wiener Künstlerin Esther Stocker hat dieses Scheitern so umgesetzt, dass sie Pläne, einzelne Seiten von den Plänen vergrößert, in die Landschaft gesetzt hat, wie wertloses Papier, zerknüllt, weggeworfen, gescheitertes Projektmaterial eben. Und ja, ich versuche jetzt da diese Skulpturen, es gibt 3 solche Skulpturen hier, zu fotografieren. Und ja, der Platz hier für ein Festspielhaus wäre natürlich als Festspielhaus genial. Man hat da freien Blick auf die Festung und ich könnte mir da schon fast vorstellen, dass das eine tolle Geschichte wäre. Andererseits wäre natürlich auch ein großes Stück Natur hier auf dem Mönchsberg verbaut und damit auch verloren gegangen. Esther Stocker war bei ihrer Idee wichtig, den Kontrast zwischen Kulturidee, also dieses Plans, und dieser Naturumgebung hier mit quasi einfließen zu lassen. Daher liegen diese zerknüllten Papiere, diese wertlosen Dokumente da quasi wie störende Elemente in der Naturumgebung hier. Und darum möchte ich das auch so fotografieren, dass man die Umgebung quasi als Bühne hat für dieses Kunstwerk. Und dieses dritte
Kunstwerk da ganz hier oben auf dem Hügel ist jetzt wunderbar von der Sonne bestrahlt und die Sonne ist links hinter mir. Das heißt, ich habe eine schöne Ausrichtung der Sonne auf das Objekt und hinter mir, hinter dem Objekt dann eine schöne, sehr schöne Aussicht auf den Wald. Das Objekt lege ich in die untere, ins untere Drittel, aber schön zentral mittig hinein und dahinter ist sehr schön die Silhouette von dem Wald und die Wiese, die da zurückgeht. Das Ganze mache ich mit Blende 8, ISO 100. Die Belichtungszeit lasse ich von der Kamera vorwählen, da sind wir bei 1/80. Das erscheint euch vielleicht jetzt ein bisschen wenig. Das liegt aber daran, dass ich den Polfilter drauf habe und der natürlich ein, zwei Blendenstufen an Licht schluckt. Dafür bekomme ich aber einen sehr schönen, imposanten, eingefärbten Himmel. Und auch das Grün kommt da sehr schön raus. Ja, während das Aktionskomitee rund um Demel und Bertel nach dem Scheitern ihrer Festspielhauspläne am Mönchsberg nicht weiter in Aktion treten, bildet sich rund um zwei Salzburger, einen Juristen und einen Journalisten, eine neue Gruppierung, die die Idee des Festspiels in Salzburg vorantreiben möchte. Und sie machen das ganz geschickt, sie kommen nämlich gleich auch drauf, dass sie dazu auch Künstler brauchen und sie richten einen Kunstrat ein, in dem neben von Hoffmannsthal und Strauß auch Max Reinhardt sitzt und das ist natürlich ein wesentlicher Baustein des Erfolges für diese Festspiele. Und natürlich will auch diese Festspielgemeinde, wie sie sich selbst nennen, einen Verein haben sie bereits gegründet, möchte auch diese Festspielgemeinde ein Festspielhaus errichten und die erste Idee dazu kommt 1920. Max Reinhardt war immer schon ein Fan vom Hellbrunner Park und war der Meinung, dass das hier die geeignetste Umgebung für ein Festspielhaus ist und so lassen sie von einem deutschen Architekten hier ein Festspielhaus planen, das ja überwältigend ist. Das Ding erinnert meiner Meinung nach mehr an den Turm zu Babel, vor allem wenn man die Gemälde von Peter Bruegel sich anschaut. Es ist ein riesiger künstlicher Berg, der außen terrassenmäßig aufgebaut wird und begangen werden kann. 170 mal 140 Meter groß, glaube ich, 50 Meter hoch, also ein extrem großes Ding. Das Künstlertrio Maria Flöckner, Hermann Schnöll und Norbert Meyer möchte in ihrer Intervention zu diesem Plan die Ausmaße dieses Bauprojekts verdeutlichen, indem sie den Grundriss mit Pflöcken hier ausgesteckt haben. In der Mittelachse werden sogenannte Platzanweiser aufgestellt, die an den jeweiligen Positionen angeben, was man dort hätte finden können. Hinter mir zum Beispiel gerade die Solistengarderobe. Der Grundriss dieses Gebäudes war so groß, dass heute der hintere Teil dieses Festspielhauses im Nashorngehege liegen würde. Wie ich das Ding da fotografiere, ist mir noch nicht ganz klar, weil es eben sehr weitläufig ist. Ich denke, ich werde mal mit einer langen Brennweite versuchen, da diese Platzanweiser, die da so schön jetzt in der Sonne stehen, etwas zu verdichten, zu komprimieren. Und ja, dann muss ich mir noch ein bisschen anschauen, was ich da noch machen kann. So, da versuche ich jetzt im Weitwinkel diese Stäbe zu fotografieren und gehe relativ nahe ran. Dadurch habe ich im Gegensatz zu einer Teleaufnahme, wo alles sehr komprimiert und gleich groß erscheint, habe ich jetzt einen sehr großen Größenunterschied auf dem Foto von dem Stab, der nahe bei mir ist, zu dem Stab, der weit weg ist, durch diese Weitwinkelaufnahme. Und das Ganze ergibt dann eine schöne Linie, das könnte man quasi als führende Linie quasi ansehen, die dann in das Bild hineinführt, hin zu diesen Platzanweiserstäben, die da hinten sind. Zusätzlich habe ich jetzt, möchte ich fast sagen, das Glück, dass da ein Traktor herumfährt, weil nämlich das die Wiese da gemäht worden ist und der Traktor wendet das Heu, damit es schön trocknet heute an dem schönen Tag
Und der wirbelt da immer einen Staub auf. Und ich finde diesen Staub, der dann im Hintergrund da entsteht, eigentlich ganz gut auf dem Bild. Und jetzt hoffe ich, der kommt wieder um die Kurve. Man sieht, dass da drüben entsteht, so eine richtige Staubwolke. Und wenn er dann vorbei ist, möchte ich da so ein Foto machen mit dieser, mit diesem Dunst da im Hintergrund. Ich glaube, dass das dem Foto durchaus zuträglich ist. Natürlich fotografiere ich auch wieder mit Polfilter. Ist im Weitwinkel nicht ganz so toll, weil die Wirkung des Polfilters ja vom Winkel abhängt, vom Blickwinkel abhängt. Natürlich, dadurch, dass ich jetzt so einen großen Blickwinkel habe, ist die Wirkung rechts stärker als links. Das heißt, der Himmel wird nach links etwas heller, aber auch das finde ich eigentlich in dem Fall gar nicht schlecht. Den Traktor selbst nehme ich auch mit ins Bild. Nationen des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Ein bisschen versteckt im Wald des Kapuzinerberges steht das Kunstwerk von Werner Feiersinger, der sich mit einem Plan für ein Festspielhaus aus der dunkelsten Zeit Österreichs und auch Salzburgs befasst hat, nämlich mit dem Plan des NS-Regimes. Die Nationalsozialisten haben natürlich zuerst die Festspiele demontiert. Es gab Vorstellungsverbote für den Jedermann. Vielleicht auch deshalb ist der Jedermann bis heute eine wesentliche Ikone der Salzburger Festspiele. Und natürlich auch Vorstellungsverbote für diverse Schauspieler. Trotzdem haben die Nationalsozialisten dieses Festspiel, das ja schon doch etwas etabliert war in Salzburg, für sich instrumentalisiert. Aufgeführt werden durfte natürlich nur Wagner und vielleicht Mozart war noch okay. Und man hatte dann auch vor, ein Festspielhaus zu bauen, das wirklich alles andere in den Schatten gestellt hat. Der komplette Kapuzinerberg sollte verbaut werden mit einem Militärkommando, zusätzlich eine Gauhalle und dann eben auch dieses Festspielhaus, das als monumentales Gebäude der Festung Hohen Salzburg gegenüberstehen sollte. Werner Feiersinger hat diesen Monumentalismus dieses Bauvorhabens thematisiert, indem er sein Kunstwerk auf eine riesige Tischplatte platziert hat. Das Kunstwerk selbst, das Gebäude, ist verschwindend klein und man könnte da sagen, dass die Bedeutung dieses Bauvorhabens der Größe entspricht, die es tatsächlich heute auf diesem Kunstwerk hat. Ich werde versuchen, dieses Kunstwerk so einzufangen, dass man genau diese große Tischplatte da auch mit drauf hat und genau das sieht, dieses kleine Bauwerk, da der Abguss dieses Bauwerks auf dieser riesigen Tischplatte, das werde ich mir ein bisschen vornehmen. Und natürlich
Finde ich jetzt gar nicht schlecht, dass auch diese Platte da ein bisschen natürlich verschmutzt wird im Laufe der Zeit durch die Natur, durch alles Mögliche, was da von den Bäumen fällt, weil das gibt dem Ganzen auch so ein bisschen, Lost Place wäre jetzt wieder zu viel gesagt, aber ein bisschen einen Touch des Vergänglichen. Ich denke, dazu werde ich gleich einmal meinen Weitwinkel montieren, das 10 bis 18er, weil ich möchte diese weiße Fläche da maximal auf dem Bild als gestalterisches Element mit hineinnehmen. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Ja. Von einer Ecke fotografiert. Setze ich das Gebäude oder das Modell des Gebäudes ins rechte obere Drittel. Ja, wir schreiben 1950. Max Reinhardt ist seit 7 Jahren tot und so kann er leider nicht mehr miterleben, wie schnell sich die Festspiele von diesen Viren des Zweiten Weltkriegs wieder erholt haben. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Festspiele ja eigentlich unter anderen Namen instrumentalisiert für dieses NS-Regime, aber sie haben es sehr schnell geschafft, sich wieder zu etablieren, und Festspielort ist immer noch jenes Provisorium, das Clemens Holzmeister geschaffen hat, nämlich am Ort, wo er schon früher die Fauststadt erbaut hat, die Sommerreitschule und auch eine Winterreitschule, das heißt ein Reitsaal und ein Reitplatz. Die beiden hat er umgebaut zum kleinen Festspielhaus, eigentlich als Provisorium gedacht, aber wie so oft in Österreich, oder vielleicht nicht nur in Österreich, haben Provisorien die Eigenart, sich zu einer ständigen Einrichtung zu entwickeln. Und so ist es auch noch 1950. Man hat die Insignien der NS-Zeit wieder entfernt vor dem kleinen Festspielhaus und dort finden wieder die Veranstaltungen statt. Natürlich neben dem Domplatz, wo jetzt auch wieder der Jedermann stattfinden kann. Clemens Holzmeister ist das aber natürlich nicht genug und er möchte immer noch ein Festspielhaus, ein großes Festspielhaus bauen. Und dazu legt er einen gewaltigen Plan vor, nämlich soll hier am Rosenhügel, den gibt es auch jetzt noch in der Nachbarschaft des Mirabellgartens, ein großes, er nennt es Olympiahaus für Mozart, gebaut werden. Ein riesiger Komplex, der das Schloss Mirabell in seinen Schatten stellt und 170 mal 140 Meter groß sein soll. Zentrales Element ist eine Bühne, deren Rückwand geöffnet werden kann, und so gibt diese geöffnete Rückwand dem Publikum eine Sicht über die Bühne zurück in den Mirabellgarten und auch auf die Festung frei. Also ein Blick, der ja heute noch zu den klassischen Ansichten der Festung in Salzburg gehört. Ich habe da mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch an dieser Stelle, über Perspektiven auf die Festung. Ja, und dieses Haus hier, dieses Festspielhaus, wurde auch natürlich so nie errichtet. Es war viel zu groß, viel zu kostspielig, obwohl 1950 auch der Festspielfonds eingerichtet worden ist. Also die Festspiele auch finanziell, endlich auch auf finanziell gesicherten Boden gestanden haben.
Die Künstlerin Isa Rosenberger nimmt diese besondere Bühnenkonstruktion zum Thema ihres Kunstwerkes und macht einen Rahmen, einen großen Portalrahmen, der genau den Ausblick durch die Bühne hin auf den Mirabellgarten und auf die Festung quasi in goldener Farbe einrahmt. Und so kann man sich ja ein bisschen eine Vorstellung machen, wie das damals gewirkt hätte. Denn ungefähr wird die Höhe ja auch des Rosenhügels damit übereinstimmen, wo damals das Publikum gesessen hätte. Der Rosenhügel selbst wäre ja da abgetragen worden für dieses Haus. Und ja, auch diese Sicht des Publikums, diese virtuelle Sicht oder diese nachgestellte Sicht des Publikums auf das geöffnete Bühnentor nach hinten, wird mein erstes Foto natürlich werden, ganz klassisch. Dann habe ich auch eine Zeichnung gefunden, die relativ fotorealistisch für die damalige Zeit zumindest darstellt, wie dieses Haus aussehen würde aus Sicht des Mirabellgartens. Und ich werde versuchen, genau diesen Blickwinkel wieder einzufangen, um ein bisschen so gegenüberzustellen, wie hätte es denn ausgesehen und wie sieht es jetzt hier tatsächlich aus. Und dann werde ich natürlich auch noch versuchen, das Kunstwerk selbst als Objekt zu fotografieren, irgendwie vielleicht im klassisch mit diesen Blumen, die da ja sehr schön gesetzt sind, irgendwie eine Perspektive finden, wo man das Kunstwerk selbst eben schön fotografisch darstellen kann. Ja, das waren sie, die vier Festspielhäuser, die nie realisiert worden sind. Mich haben sie ja schon ziemlich beeindruckt, vor allem die Größe und der Umfang, der da geplant worden ist. Natürlich gibt es mehr Festspielhäuser, es sind auch andere geplant worden, aber diese vier haben es so weit geschafft, dass es tatsächlich schon Pläne von Architekten gegeben hat. Und das eine Haus von Hans Pölzig im Schlosspark Hellbrunn, das wurde ja tatsächlich schon freigegeben für den Bau. Da gab es schon eine Grundsteinlegung. Und es gab zwar damals auch bei der Grundsteinlegung schon Stimmen, die gesagt haben, das wird so nie gebaut werden, aber tatsächlich war es dann die Krise in der Zwischenkriegszeit, die eine massive Geldentwertung verursacht hat und dadurch konnte dann dieses Projekt nicht mehr finanziert werden. Ja, und gebaut wurde dann schließlich das heutige Festspielhaus wiederum von Holzmeister, der ja auch schon das erste Festspielhaus und davor die Fauststadt schon gebaut hatte. Und ich denke, das ist ein ganz wunderbares, schönes Festspielhaus, das wir da heute haben. Und auch die Geschichte dieses Bauwerks wäre sehr interessant, aber das ist eine andere Geschichte. Für heute lassen wir es mit diesen vier Festspielhäusern bleiben. Ja, und zum Abschluss kommt immer mein kleines Satzerl, ihr kennt es ja schon. Ein Like war Wahnsinn, ein Abo genial. Die kleine Klingel hilft euch ein bisschen beim Video ansehen, weil beim nächsten Mal kriegt ihr dann eine Nachricht, so quasi mein nächstes Video kommt gleich. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren. Ciao und pfiat euch. Thank you.